Ach super. Auch der Haven-Schrottplatz. Und damit willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ich habe tatsächlich eine Ankündigung, die ich machen kann. Und zwar wird nämlich die Woche. Ja, ich werde es wahrscheinlich bereuen, dass ich das jetzt sage, aber es werden wieder die über den zwei Parts kommen. Oh nein, der Oni! Ihr wisst ja wahrscheinlich schon, dass ich die Evil Within 1 Let's Played habe. Ist gar nicht so lange her. Ich glaube, es war im August diesen Jahr. Und hat mir sehr gefallen. Also habe ich mich natürlich auch auf den zweiten Teil gefreut. Und naja, ich mag den zweiten Teil nicht so. Ich finde halt, Evil Within 1 war halt so cool, weil du halt ständig an anderen Orten warst. Ne? Du wurdest von einem Ort zum anderen Ort. Hier ist es nicht so. Im zweiten. Da ist es halt, bist du halt wirklich nur in dieser Stadt, was auch cool sein könnte, aber. Es war halt zu anders als der erste. Und das hat mir nicht gefallen. Aber ich habe natürlich versprochen, dass ich das weiterspielen werde. Ich glaube, September kam jetzt der letzte Ding. Und es wird natürlich auch weitergehen. Und es hat mich auch aufgeregt, aber es war nicht deswegen. Es war nicht deswegen, weil es da die eine Stelle war, die ich aufgeregt habe. Nein. Deswegen beende ich kein Spiel. Und vor allem, weil ich diese Section ja sogar geschafft habe. Nee, es klappt. Ja, fand ich halt nicht so gut wie der erste. Aber es ist eben das Sein. Es gibt auch welche, wo den zweiten Teil mehr mögen. Ist natürlich auch völlig okay. Und viele hoffen ja auch auf ein DE über so den Chapter mit Sebastian Castellan. Kann ich mal reden mit Sebastian. Sebastian Castellanos und Julie Kidman und dem Ex, dem Keeper oder hieß er, also dem Tresorkopf, könnte man machen. What? Was ist jetzt passiert? Oh mein Gott! Ah, oh, ich will nicht wissen, was das da hinten ist. Also, so läuft das hier. Ey, ich liebe diesen Perk. Da ist übrigens Déjà-vu, für die, wo es wissen wollen, wo man die Generatoren sieht beim Anfang des Matches und wenn man einen repariert hat. Der ist auch super gut. Das ist dieses Auge. Unten rechts. Ich will auch mal Cheryl auf Level 50 kriegen. Ich habe sie schon seit der ersten Folge. Und ich habe sie nicht auf 50. Also daran, weil ich halt mehr Survivor habe. Ne? Ich habe nicht viele, aber halt, ich will halt alles schön aufleveln. Aber ich will nicht nur mit einem Survivor spielen. Natürlich könnt ihr auch mit den klassischen Survivors spielen, also was die, wo es schon gibt, aber. Nee. Müsste ich erst im Sommer aufleveln, nochmal welche. Und zweitens, nö, ich. Spreng mich, wenn dann in die Luft. Nein, ich spreng. Ich nehme, wenn dann die, wo. So quasi aus verschiedenen Franchises kommen, die ich auch mag. Silent Hill, Resident Evil. Und, Saw. Ja, gut. Detective Self habe ich bisher noch nicht genommen. Ich habe einmal gespielt. Weiß nicht, ob ich die Folge hochlade. Das war eigentlich die 49. Folge, wollte ich es eigentlich hochladen. Oh mein Gott. Ne? Und ich glaube, wenn man blutet, dann sieht er das sogar. Und ich glaube, der wird immer stärker dadurch, dass sie nicht so beschissen.
Also der Oni, der ist echt zu overpowered. Oh, 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 damit. Ey, der arme Steve, Mann. Oh, Mami! Oh nein! Scheiße! Er ist rausgegangen, er hat schon keinen Bock mehr. Oh mein Gott! Ey, der ist so creepy, Alter! Nein! Was? Oh! Oh fuck, 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 fuck! What, motherfucker? Oh, das hat nicht funktioniert. Oh, Mami. Ah! Hilfe! Werf doch die scheiß Palette. Oh, jetzt blute ich das. Oh, ich bin tot. Der sieht mich jetzt durchgehend. Komm bitte, sag hier ist noch. Ja! Ich habe so scheiße viel Glück. Ja, ich helfe dir, ich helfe dir. Okay, gerade noch mit dem letzten Ding, wo das habe ich mich gerade noch geheilt. Sehr gut. Jetzt muss ich nur irgendwie gucken, ob ich sie noch retten kann. Ich will sie natürlich noch retten. Aber ich will auch nicht sterben. Alter, hör auf damit, Mann. Das ist verdammt verstörend, ja. Ja, Alter. Ja, hey. Hallo, bleib doch stehen. Oh, fuck. Der ist hinter mir, oder? Nein. Ist er nicht. Alles gut. Oh Mann. Hm.
Oh nein! Oh Scheiße! Warum bist du davon weggegangen? Wow. Ich hätte nichts mehr tun können. Ah, fuck, Alter. Ich konnte nichts machen. Es tut mir echt brutals leid, aber ey. Wenn sie weiter am... Hey. Alter, Junge. Was eine Runde, ey. Vor allem gerade am Ende, ey. Ich hatte es so... Mein Herz hat so geschlagen, als er da auf einmal auf mich zugelaufen ist und ich da an dem Exit rumstehe. Oh Mann. Aber ihr habt gesehen, ich wollte die Nancy auch verteidigen, aber der Oni war so auf die fixiert. So welche Leute hasse ich halt, die wo gerade vom Haken geholt wurden und dann werden sie direkt wieder niedergeschlagen. Das ist doch so blöd, echt. Geh doch auf jemand anderen. Wird halt noch ein langer Weg bis Level 50. Ich muss dann am 1.12. mal gucken, ob es da schon neue Codes gibt. Weil die Codes gehen echt so schnell. Nein, was? Ah, okay. Es braucht noch einen, weil sonst, ey. 3 Survivor. Was? Achso, ich habe mein Medikit noch, oder was? Ist es ja auch voll. Ach, tatsächlich. Okay, cool. Nein, nicht wieder. Oder was? Ach, hätten fehlt ja, nee. Na, Ormond, nein. Nicht nach Ormond. Ich bin mal so einer, ne? Und ich will, dass es auch schön zufällig ist. Und nicht entscheidet, was es für eine Karte ist. Also quasi, dass jemand das, so ein Ding einsetzt. Weil natürlich jetzt scheiße, wenn es eben niemand einsetzt. Ach komm, weißt du was? Nee. Aber ich kann es nicht mehr. Was? Nein! Nein! Hallo, ich hab doch gerade gesagt, eben nicht! Und jetzt werden wir zum Yamaoka anwesend. Ja, weißt du, wir hatten jetzt gerade den Oni und jetzt das Anwesen. Ich hab doch. Dann haben zwei Leute das Ding eingesetzt. Oder halt eins, wo entscheidet. Junge. Und ich hasse halt auch eben das Yamaoka. Ja, obwohl, das sieht schon cool aus, aber ich mag allgemein nicht so offene. Das wisst ihr. Mach ich lieber so Haddonfield auch, wo halt wirklich Häuser oder so haben. So offenes Feld, da musst du ja ewig suchen, bis du da wieder eine Palette findest. Aber jetzt kommen wir wieder zu dem eigentlichen Punkt, warum wo es eigentlich in diesem Part geht. Natürlich, jetzt wird Oni natürlich drin stehen, aber es geht natürlich auch um die Version 2. Ja. Ich hoffe, ihr freut euch wieder darauf. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freue. Oder
Das ist aber nicht Yamaoka-Anwesen, das ist der Rote Wald. Okay. Der Oni und der Rote Wald. Geiler Name. So nenne ich das. Nein, es ist so ein Geist-Ding da. Ja, dich meinte ich. Ach nee, jetzt bin ich hier gerade blöd. Jetzt hat es abgewehrt quasi mit dem Yamaoka-Anwesen. Ja, komm, weiter so. Die ist da unten. Ja. Ist okay, wenn sie da unten ist. Bin hier gerade ein bisschen beschäftigt. Oh! Scheiße. Das war so blöd gerade von mir, aber ich wollte ihn noch fertig machen. Ah, Mann, ich bin so ein Vollidiot. Aber Alter, das hat mich mega erschrocken. Wieso kann die sich von da unten nach oben teleportieren? Was soll das? Ja, sie geht wieder auf mich. Ah, ne, doch nicht. Ich habe gerade nur diese laute Musik gehört, deswegen. Umso lauter ja die Musik ist, ums. Was? Wir haben ja auf einmal drei Generator fertig gekriegt. Nein! Ah! Wie denn? Nein! Nein! Wieso steht die da am Fenster? Nein, ich wollte da doch nur durchspringen. Weißt du, ich will das so durchspringen und die steht da gerade da und ich drück die ganze Zeit eins, um drüber zu springen und heil sie die ganze Zeit. So ein Dreck. Danke, Bro. Ist dir die gleiche vor allem. Ich geh zum Regenbogen, Mann. Aha!
Oh Gott, verdammt, natürlich. Was? Das ging ja voll daneben. Was ein Dreck aber auch. Also der Schlag ging ja mal so daneben von ihr. Wieso hat er mich dann getroffen? Was ist das denn für eine Hitbox? Leck. Scheiße, ich wollte eigentlich noch zugucken. Ich bin so ein Vollidiot. Also ich habe eigentlich auch vor, morgen schon die Evil Resident 2 aufzunehmen. Es wird dann aber wahrscheinlich erst am Mittwoch online kommen, weil jedes Mal kam ja Evil Resident 2 um 12 Uhr und um 18 Uhr habe ich ja schon God of War und um 20 Uhr Resident Evil 2, deswegen mache ich das um 12 Uhr. So, wie schon gesagt, vielleicht ist es auch erst in ein paar Wochen, weil ich weiß jetzt halt noch nicht so, von der Zeit her wird es passen, aber auch ob ich Lust drauf habe auf das Spiel, weil ja, hat es schon Spaß gemacht, aber nicht so wie der erste, weiß nicht. Der erste war irgendwie, es war alles so zerstört, es war so grau irgendwie, diese Filmfilter, die ich ja irgendwann leider ausgestellt habe, obwohl ich es eigentlich ziemlich cool fand. Das war, wie nenne ich das jetzt, nicht dreckiger, sauber, während da alles dreckig war im, oder alles zerstört und da war noch alles sauber und schön irgendwie. Chris Redfield! Warte! So, jetzt können wir loslegen, ja. Was geht ab, Chris? Da hat aber dünne Arme, du. Das sind nicht die Arme, wo einen Stein zerschlagen haben. Wenn wir jetzt das RPD bekommen. Ich habe ja diesen, diese Opfergabe, aber das war mit Cheryl. Das hasse ich auch immer. Hätten wir jetzt noch Leon und Jill, wäre es so witzig. Ich meine, insgesamt gibt es ja 4 Resident Evil Charaktere in Dead by Daylight. Wenn man Nemesis noch dazu zählt, dann 5.